Seien Sie ganz herzlich willkommen zu unserem adventlichen Gottesdienst hier in der Liebfrauenkirche. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, schön, dass Sie da sind. Es ist dunkel in unserer Kirche, dunkel aber auch oft in uns und dunkel in unserer Welt. So vieles an Not, an Schmerz, an Gewalt und Lieblosigkeit verdunkeln das Heil, das Gott uns verheißen hat. Der Advent will uns dieses Dunkel ganz bewusst erfahren lassen. Zugleich erleben wir dann am Adventskranz, wie das Licht der Kerzen dieses Dunkel jede Woche ein wenig mehr erhellt, bis hin dann zum Lichterkranz in der heiligen Nacht. In diesem Licht dürfen wir Jesus erkennen, in dem Gott Mensch geworden ist, um Licht zu sein, für uns, damit auch wir Licht füreinander sein können. Eine Kerze brennt an unserem Adventskranz bereits, dem Zeichen dafür, dass Gott sich auf unser menschliches Dunkel einlässt und es durch sein Licht erhält. Entzünden wir daran nun die zweite Kerze des Adventskranzes und dann die Kerze, die für unseren gemeinsamen Weg als Gemeinden Villerstadt steht. Wir wollen nun zu Jesus Christus beten. Manchmal denken wir über uns selbst, was habe ich schon zu erwarten? Gott fragt uns, willst du ohne Erwartung leben? Der Advent lädt uns ein, ihn, unseren Gott, zu erwarten. Herr, erbarme dich. Manchmal denken wir über andere Menschen. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Gott fragt uns, willst du ohne Hoffnung sein? Der Advent lädt uns ein, Hoffnung zu haben für jeden Menschen, den Gott geschaffen hat. Christus, erbarme dich. Manchmal denken wir über unsere Welt. Es ist aussichtslos. Gott fragt uns, willst du mit meinen Augen sehen? Der Advent lädt uns ein, von Gott in die Zukunft zu gehen. Herr, erbarme dich. Treuer und barmherziger Gott, du kennst die Zerrissenheit, die unser Leben und unser Zusammenleben durchziehen. Du rufst uns zur Einheit und du machst sie uns möglich. Das Vertrauen auf deine Barmherzigkeit kann uns entwaffnen. Die Hoffnung auf deine Treue kann uns Geduld und langen Atem schenken. Wir wollen es hören und wir wollen es glauben. Wir wollen dir ins Leben folgen, zu dem Jesus uns ruft. Dazu ist er unter uns geboren, dafür ist er Zeuge und Bürge in deiner Ewigkeit. Amen.
hören wir aus der frohen Botschaft aus dem Evangelium nach Matthäus. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Denn schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand. Er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitfeiernden, liebe Schwestern und Brüder, warum eigentlich strömten die Menschen damals von überall her an den Jordan, um diesen Johannes zu hören? Ich vermute, es gefiel ihnen, dass da einer mal hinstand und ganz unverblümt das aussprach, was Sache ist, und dabei kein Blatt vor den Mund genommen hat. Endlich also einer, der es denen da oben mal so richtig gibt, den römischen Blutsaugern und dem dekadenten Herodes, den scheinheiligen Tempelpriestern und frömmlerischen Pharisäern. Toll, dieser Johannes, denn er hatte den Mut, all das laut in aller Öffentlichkeit zu sagen, was viele dachten. Ein echter Prophet also, ein echter Prediger. Aber ist das heute nicht ganz ähnlich? Denen, die Klartext sprechen, hört man doch gerne zu. Auch Menschen wie Giorgia Meloni, Elon Musk oder Donald Trump, sie haben unzählige Followers in den sozialen Medien und bei öffentlichen Versammlungen füllen sie Säle und Plätze. Aber auch im christlichen Bereich hört man Männern wie dem evangelikalen Prediger Billy Graham oder auch dem erzkatholischen Kardinal Müller gerne zu. Zwar vielleicht mit einer Gänsehaut, aber dennoch. Und selbst dann noch, wenn diese in verletzender Weise über all diejenigen herziehen, die ihren Standpunkt nicht teilen. Sicher, der Täufer Johannes, er nahm damals wirklich kein Blatt vor den Mund, sondern prangerte all das an, was aus dem Lot geraten war. Allerdings, er sprach zwar Klartext, aber ihm ging es im Unterschied zu den Populisten heute um einen grundlegenden Neuanfang der ganzen Gesellschaft und eben nicht nur um die Verurteilung bestimmter Kreise und Gruppierungen. Denn alle mussten sich von ihm anhören: Macht den Weg frei für den Herrn, ändert euch, das Reich Gottes ist nahe,
die Axt ist schon an die Wurzel gelegt und jeder, der keine guten Früchte hervorbringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Und über den kommenden Messias sagte Johannes, dieser wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Instinktiv fühlten sich wohl die meisten der Menschen, die damals zu Johannes hinauszogen, von ihm ganz direkt angesprochen und wohl auch durchschaut. Denn jeder, der ehrlich in den Spiegel schaut, weiß doch eigentlich, nicht nur meine Umwelt, nicht nur die anderen sind nicht so, wie ich es mir wünsche, sondern ebenso auch ich selbst. Ich bin nicht immer so, wie ich eigentlich sein sollte und sein will. Wir alle bleiben hinter dem zurück, was wir eigentlich wollen. Und genau daran knüpft der Täufer an. Er weckt in den Menschen die Sehnsucht nach Heil und Leben, die Sehnsucht, dass es in unserer Welt und in uns selbst besser werde. Und deshalb strömten die Leute zu ihm hin. Sie bekannten ihre Fehler und Schuld und ließen sich von Johannes taufen. Sie spürten in sich die zutiefst menschliche Sehnsucht nach der Befreiung von allen Altlasten und der Chance, ganz neu zu beginnen. Aber es gab noch etwas, was diesen Johannes so anziehend machte. Man spürte bei ihm, dass er das lebte, was er sagte. Denn so radikal wie seine Worte war eben auch sein Leben. Allein schon seine Kleidung aus hartem, widerborstigem Kamelhaar, vor allem aber sein Auftreten mitten in der Wüste, die seine Zuhörer an die Anfänge Israels erinnerte, das zeigte, dass er seine Worte ernst nahm. Johannes lebte voll und ganz, was er sagte, und dies mit allen Konsequenzen. Solchen Menschen aber gelingt es oft, in anderen die Sehnsucht zu wecken, in ähnlicher Weise authentisch und heil zu werden. Wie oft spüren wir doch in uns den Zwiespalt und die Zerrissenheit. Ich weiß, was gut für mich ist oder für meine Mitmenschen wäre, aber ich handle nicht danach. Ich vertrete dies und mache etwas anderes. Meine Gefühle sagen das eine, mein Verstand das Gegenteil. Von Johannes zu lernen heißt dann nicht etwa, so zu leben, wie er gelebt hat, aber es bedeutet, in mich selbst hineinzuhören und das zu erkennen, was bei mir nicht im Lot ist und was mich selbst krank macht. Johannes, er will uns helfen, unsere Masken und Verstellungen abzulegen, uns zu öffnen für das Leben und so authentischer und ein Stück heiler zu werden. Das hilft uns aber zugleich, nicht mehr mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern unsere Mitmenschen als Brüder und Schwestern zu erkennen, die genauso wenig perfekt sind wie ich selber. Sprüche wie "der sollte endlich mal" würden dann aufhören. Beleidigungen und Hasstiraden hätten dann ein Ende. Nicht über andere würden wir dann sprechen, sondern mit ihnen. Nicht urteilen, sondern nachfragend und zugewandt. Und genau das meint ja auch die Stimme des Rufers in der Wüste. Macht den Weg frei für den Herrn, ändert euch, das Reich Gottes ist nahe. Wir Christen, wir glauben daran, dass in Jesus von Nazareth dieses Reich schon mitten in unserer Welt angebrochen ist. In ihm ist uns die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen. Seine Botschaft lautet nicht zurück in die Wüste und haltet euch an das, was früher und immer schon so war. Im Gegenteil, Jesus schärft seinen Jüngern ein, keiner, der die Hand an den Pflug legt und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Advent heißt deshalb vor allem, umzudenken.
und dann manches hinter sich zu lassen. Advent heißt, entschieden nach vorne zu schauen und nach vorne zu gehen, der Zukunft und unserem Gott entgegen. Das bedeutet dann zugleich, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Die Türen und Tore unserer Häuser, unserer Kirchen, aber ebenso unserer Herzen und Gedanken. Öffnen wir sie und uns und gehen wir durch sie hindurch zu den Menschen. Bringen wir ihnen unsere Hoffnung und Zuversicht und empfangen wir durch sie das Leben, das uns verheißen ist in Christus Jesus, ihm, der da ist und der kommen wird. Amen. Wir wollen nun beten um die Ankunft Gottes im Leben der Menschen. Menschen leiden unter Bedrückung und Hunger und sind auf der Flucht. Sie wünschen sich, irgendwo anzukommen und zu bleiben. Wir beten für sie um Orte, an denen sie zu Hause sein dürfen. Maranatha, komm, Herr Jesus. Menschen sind niedergeschlagen und mutlos und leben in innerer Unruhe. Ihnen gelingt es nicht, anzukommen im eigenen Leben und bei sich selbst zu Hause zu sein. Wir beten für sie um Hilfe und Heilung. Maranatha, komm, Herr Jesus. Menschen sind einsam und ziehen sich enttäuscht in ihre eigene Welt zurück. Ihnen fehlen Mitmenschen, die sie annehmen und ankommen lassen.
Wir beten für sie um Gemeinschaft und die Chance, das eigene Leben zu öffnen. Maranatha, komm, Herr Jesus. Menschen, die für andere verantwortlich sind, fühlen sich überlastet und von Sorgen erdrückt. Wir beten für sie um Atempausen und um ein rechtes Maß zwischen den Bedürfnissen anderer und den eigenen Wünschen. Maranatha, komm, Herr Jesus. Menschen erwarten von der Gemeinde Jesu einen Ort, an dem sie ankommen und sich geborgen fühlen können. Wir beten für sie und für uns alle um den Geist Jesu, der uns einander annehmen und achten lässt. Maranatha, komm, Herr Jesus. All unsere Sehnsucht nach Rettung und Geborgensein richten wir auf dich. Zeige du uns, dass du ein Gott des Lebens bist. Dir vertrauen wir unsere Bitten und unser Leben an und beten mit den Worten, die dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, mit dir ist das Reich Gottes mitten unter uns bereits angebrochen. Du kannst uns das schenken, was du uns und der ganzen Welt verheißen hast und was wir besonders in diesen Tagen so sehr vermissen und ersehnen, deinen Frieden. Und diesen Frieden Gottes, seinen Shalom, diesen wünsche ich Ihnen heute von ganzem Herzen. Lasst uns noch einmal beten. Gott, wir danken dir für das Wort des Glaubens, das wir miteinander geteilt haben, und das Licht der Hoffnung, das du jedem von uns entzündet hast. Das geteilte Wort lässt uns in der Vielfalt unserer Stimmen das eine Wort hören und im Miteinander teilen, deinen Reichtum erfahren. Lass unser Leben bezeugen, was diese Feier bedeutet. Denn wir sind geborgen in deinem Segen, den du uns ein für allemal zugesagt hast, in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.
Gott, der Herr, er segne und erleuchte uns. Er lasse uns im Licht der Kerzen seinen lichterfüllten Himmel ahnen und er schenke uns Freude an jedem neuen Tag. Der Herr segne uns und lasse uns selbst Licht für die Welt sein, damit auch unsere Mitmenschen seine Liebe spüren und ihn mit uns loben und preisen alle Tage des Lebens. So segne, führe und begleite uns der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen nun von Herzen eine trotz manchem Dunkel und mancher äußerer Hektik besinnliche Zeit des Advents. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen immer wieder möglich ist, die Hände in den Schoß zu legen und sich auf den auszurichten, der da ist und der kommt, unser Gott. Lasst uns so leben in seinem Frieden. Amen.